herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sendung mit der Ziege. Ich bin Madeleine Ziege und heute gibt es wieder ein neues Interview. Und zwar habe ich Kaja Heising zu Gast. Und Kaja ist wissenschaftliche Koordinatorin des Wiesent-Projektes in Bad Berleburg. Und ja, ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Sie wird etwas über ihre Arbeit erzählen und auch ja über ihren Werdegang. Das ist nämlich ziemlich spannend. Sie war in verschiedenen Universitäten, sie hat in den Niederlanden studiert, dann war sie auch in England und hat viele spannende Projekte durchgeführt. Genau, und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist im Interview mit mir. Herzlich willkommen, Kaja. Hallo. Hallo Madeleine, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Freue mich, dass du da bist. Genau, ich habe ja schon so ein bisschen angekündigt, du hast ganz viele spannende Sachen gemacht in deinem Studium und auch jetzt in deiner Arbeit. Kannst du vielleicht so einen kurzen Abriss geben, wo du dich so überall rumgetrieben hast und an welchen Tierarten du auch vielleicht so ein bisschen rumgeforscht hast, dass wir mal so einen Überblick kriegen? Okay, ich versuche das ganz kurz zu halten. Ich habe wir haben Zeit. Wildtiermanagement studiert in den Niederlanden, das hast du schon richtig gesagt. Und im Zuge meines Studiums habe ich dann auch ein Praktikum in Südafrika gemacht, habe da mit Samango Monkeys, also die gehören zu den Meerkatzen, ein halbes Jahr gearbeitet und da quasi im Wald mit denen im Zelt gelebt. Und von da bin ich dann, habe ich einen ganz, ganz kurzen Stopp in Deutschland gemacht und bin dann für meinen Master nach England gezogen und habe dann meine Masterarbeit auf Jersey, auf den Kanalinseln gemacht mit Flughunden. Genau, und jetzt arbeite ich mit Wisenten, wie du schon gesagt hast, in Deutschland wieder. Wow, spannend. Ja, und kannst du vielleicht noch so ein bisschen auch was noch erklären, was du genau gemacht hast in deinen Abschlussarbeiten? Also gerade das mit den Flughunden finde ich sehr spannend. Hast du da Verhaltensversuche gemacht oder? Genau, ich habe im Master habe ich Artenschutz und Verhaltenswissenschaften studiert und ich habe an den Flughunden untersucht, da sind Livingston's Fruitbats heißen die und Rodrigue's Fruitbats, also zwei verschiedene Arten Flughunde, werden in einem Zoo auf Jersey gemeinsam gehalten. Die werden dort gehalten als Backup-Population, weil beide Arten sehr bedroht sind und ich habe geguckt, welchen Einfluss diese beiden Arten aufeinander haben, ob die einander stressen oder ob die einander bereichern im Sinne von sozialer Interaktion. Und genau, da habe ich einige Wochen, Monate sogar mit den Tieren in ihrem großen Gehege verbracht und Flughunde über mir liegen und an mir schnüffeln gehabt. Das war so die Zeit, die ich dort verbracht habe, genau. Wow, super. Und genau, du hast ja jetzt die Stelle als wissenschaftliche Koordinatorin bei der Wiesentwelt Wittgenstein e.V. in Bad Berleburg. Und ja, du hattest, wie ist es dazu gekommen? Also für mich und auch, glaube ich, für viele andere Biologen klingt es ja schon auch so nach so einer Traumstelle. Ne? Man hat irgendwie so eine Koordinatorentätigkeit, wo man direkt Artenschutz macht, auch an einer Art, die, ich sag mal, ja jetzt nicht so, also schon was Besonderes auch ist. Und hattest du von Anfang an das so im Kopf, dass du das gerne machen möchtest und hast dann da gezielt drauf hingearbeitet? Oder kam das im Laufe deines Studiums, im Laufe deiner Arbeit irgendwie? Also ich habe nicht von Anfang an auf Wisente drauf gehabt. Ich muss ganz ehrlich zugeben, also ich habe erst während meines Studiums, bin ich erst auf die Art gestoßen, während meines Bachelorstudiums. Da habe ich eine Exkursion nach Bioviaja gemacht. Das ist der einzige noch bestehende Urwald in Europa, der ist grenzübergreifend von Polen und Weißrussland. Und dort habe ich das erste Mal Wisente in freier Wildbahn gesehen. Ja. Und die haben mich da tatsächlich schon sehr fasziniert. Vorher, muss ich ehrlich zugeben, wusste ich wie die meisten anderen Menschen überhaupt nicht, dass es Wisente in Europa gibt. Also es muss ich hier zu meiner Schande gestehen, vorher gab es die Tiere nicht auf meiner Landkarte. genau, da hatte ich meine ersten Berührungspunkte mit freilebenden Wisenten, mit der Art an sich. Und war dann auch ziemlich schnell fasziniert davon, hätte mir aber im Traum nicht vorgestellt, dass ich jemals mit dieser Tierart arbeiten darf. Und, und bin auch dann, habe ich dieses Ziel Wisent selbst noch gar nicht so stark verfolgt, sondern das war tatsächlich eigentlich so ein Weg, der mich da hingeführt hat. Also ich bin dann
habe mich während meines Studiums oder Bachelorstudiums schon sehr für Auswilderung, für das Thema Auswilderung oder Wiederansiedlung interessiert und aber auch für Verhaltenswissenschaften. Mhm. Und bin dann nach meinem Bachelorstudium, habe ich ein freiwilliges Praktikum gemacht bei diesem Projekt hier, bei dem ich jetzt angestellt bin und habe einfach da schon gemerkt, ich habe sehr, sehr viel im Ausland gelernt. Also gerade, ne, wir haben gerade darüber gesprochen, welche Projekte ich bearbeitet habe und wo ich studiert habe, und das war halt alles nicht in Deutschland. Und ich habe seit während meiner Ausbildung schon gemerkt, so, ich lerne gerade ganz, ganz viel über Artenschutz und komme aber aus einem Land, wo wir so viel Potenzial haben, und da kann man irgendwie noch mehr machen, und die Motivation hatte ich, und das war der Grund, warum ich mich dann an dieses Projekt, an das Wiesent-Projekt gewandt habe, und die mich damals dann auch, das ist auch jetzt inzwischen schon, ich glaube, 6 oder 7 Jahre her, als Praktikantin initiativ beworben hatte. Und genau, war dann da bei meiner damaligen Vorgängerin und habe sehr viel von ihr gelernt, aber anscheinend auch zeigen können, dass ich auch ein bisschen was beitragen kann zu dem Punkt. Und so ist das dann geworden, dass ich da tatsächlich meine Motivation gefunden habe, dass wir auch mehr für rückkehrende Arten im bei uns in Deutschland was machen können. Und der Wiesent hat mich da besonders fasziniert, einfach weil es noch ein so seltenes Tier ist und dazu ja auch das größte Landsäugetier Europas. Und das ist halt schon, das macht ihn einfach, finde ich, nochmal besonderer bei uns in Deutschland. Und das war so der Weg, der mich letztendlich dazu geführt hat, wo ich dann nach meinem Masterstudium letztendlich hier gelandet bin. Mhm. Ja, du hast ja schon viel von den Wiesent erzählt. Du hast auch ein paar Bilder mitgebracht. Aber ich glaube, bevor wir uns die anschauen und du noch ein bisschen mehr auch über die Wiesent erzählst, würde mich aber noch ein bisschen mehr interessieren, was du vorher gemacht hast. ich bin immer so, ja, ich finde es immer toll, wenn man im Ausland auch einfach neue Projekte auch macht und dann aber diese Erkenntnisse irgendwie wieder mit in sein Heimatland nimmt, um dort zu gucken, hey, was kann ich eigentlich damit anfangen? Also bei mir war es ja auch so, ich war auch viel unterwegs und bin aber am Ende dann auch in Frankfurt am Main gelandet und habe an Wildkaninchen geforscht. Da hätte ich auch vorher nicht, wäre ich nie drauf gekommen, dass ich da mal lande. Und was war denn ein Projekt, was wirklich, wo du sagst, also das ist dir so in Erinnerung geblieben, das war auch sowas Besonderes, die Forschungsarbeit, also ich kann mir vorstellen, vielleicht auch wirklich dann in Afrika zu sein oder eben aber auch im Zoo mit den Tieren zu leben. Also hast du da irgendwo, wo du sagst, das ist ein Projekt, das war so toll, das ist mir so in Erinnerung geblieben und würde ich sofort wieder machen, also auch vielleicht auch nur als ich sag mal so, als Urlaubs-Summer-School. ehrlich gesagt, jedes einzelne Projekt, an dem ich bisher gearbeitet habe, hat würde ich jeden Moment wieder machen. Also ah ja, schön. Es hört sich jetzt sehr, sehr enthusiastisch an, aber es ist tatsächlich so. Also ich habe mit jeder Tierart, mit der ich mich befasst habe, die hat mich letztendlich so in den Bann gezogen und so fasziniert. Jede einzelne Tierart, von der ich vorher vielleicht gar nicht unbedingt davon ausgegangen wäre, dass die mich so fesselt. Aber das ist letztendlich, das hast du wahrscheinlich auch, ich meine, du hast ja auch über Fische gearbeitet, ne? Und das hättest du dir vielleicht, unterstelle ich jetzt mal, auch vorher gar nicht so vorstellen können. Und je mehr man sich mit einer Tierart befasst, so mehr lässt man sich dann doch begeistern von ihr, denke ich. Und das war bei mir auf jeden Fall der Fall. Sicherlich, du hast Südafrika angesprochen, das war dann nicht nur fachlich, sondern auch auf einer persönlichen Ebene sicherlich sehr, sehr prägend, weil ich einfach ein halbes Jahr lang weg von jeglicher Zivilisation war, da in dem Forschercamp, da waren dann natürlich noch andere Forscher, die hat man dann aber sehr selten nur gesehen, also das meiste Socializing hat dann mit den Affen stattgefunden. Das ist halt auch was einen natürlich auf persönlicher Ebene sehr stark prägt, ne? Und eine Ausnahmesituation. Und die Erfahrungen, die ich dann mit den Flughunden in Gefangenschaft gemacht habe, war trotzdem nicht weniger wertvoll. Und die Ergebnisse, die dann dabei rausgekommen sind, sicherlich auch sehr effektiv. Und das
Genau, also das hat mich alles sehr bewegt. Ich habe witzigerweise, und das, ich habe ein Projekt, das war ein sehr, sehr kleines Projekt, gearbeitet mit Papageientauchern auf den Kanalinseln. Und da habe ich lediglich mit Daten gearbeitet, die durch Citizen Science gesammelt wurden, erhoben wurden. Das heißt, ich habe selbst gar keine Daten gesammelt. Ich habe ein Projekt gemacht und habe über die Populationsdichte geschrieben an Papageientauchern auf den Kanalinseln, speziell auch auf Jersey, und habe aber selbst keine Daten erhoben und die Tiere also selbst in echt auch bis heute noch nie gesehen. Bin aber trotzdem, der Papageientaucher ist jetzt einfach mein Lieblingsvogel. So, das und ich werde wahrscheinlich auch sehr emotional reagieren, wenn ich ihn das erste Mal irgendwann in freier Wildbahn sehen darf. Ja. Aber das ist witzigerweise bisher noch nie passiert, und trotzdem hat mich diese Tierart sehr in den Bann gezogen, einfach nur, weil ich mich theoretisch so intensiv mit ihr befasst habe. Ja. Ja, spannend, dass du es sagst, auch was du am Anfang meintest. Bei mir, wie gesagt, war es auch so, und ich sehe da ganz viele Parallelen. Ich glaube, das geht vielen Biologen auch so, dass man manchmal in so Projekte reinrutscht, wo man erstmal so, wirklich diese Art, ich weiß nicht. Und also bei Fischen war es bei mir definitiv so. Mein Papa, der ist ja auch Fischer oder Angler, und ich wollte eigentlich nie wirklich was mit zu tun haben, mich da immer ein bisschen von distanziert. Und ja, aber ich fand dann auch, also sobald ich mich mit beschäftigt habe, wurde ich da richtig reingezogen. Und es sind ja auch biologische Fragestellungen, die man da untersucht. Und ja, also ich habe das auch gemerkt, dass es auf jeden Fall total spannend ist. Und fand es eigentlich auch schön, dass ich immer in meinem Studium auch das kombinieren konnte mit Auslandsaufenthalten, eben ne, beides, sowohl fachlich was zu lernen, aber eben auch sich persönlich da so ein bisschen herauszufordern, um zu gucken, wie kriege ich das hin, so ein halbes Jahr irgendwo im Niemandsland zu sein. Also ich war jetzt nicht ganz so lang, aber auch Mexiko war für mich absolut eine Herausforderung, einfach vom Klima, und wir waren da auch ganz einfach untergebracht, und ja, also es war auf jeden Fall auch eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte mit den Fischen. Und auch das Letzte, was du gemeint hast mit den Papageientauchern, bei mir waren es Gazellen. Ich habe meine Arbeitsgruppe damals, gab es Gazellenforscher, und die sind auch ab und zu dann nach Saudi-Arabien geflogen und haben dann da vor Ort geforscht. Aber ich als Frau durfte da auch einfach nicht hin, und das ist ja nicht ganz so einfach. Aber ich habe eben auch viel mit Daten von den Gazellen gearbeitet, habe viele Verhaltensdaten ausgewertet, auch über eine lange Zeit. Und habe auch gemerkt, so Mensch, ich glaube, wenn ich das erste Mal eine Gazelle sehen würde, das ist auch schon so wie so ein Freund irgendwie. Also ja, das verbindet einfach. Man ist ja auch ganz nah an so einem Tier. Ne? Man hat einfach so Daten, die irgendwie was mit dem Alltag zu tun haben, mit dem Verhalten zu tun haben, und hat da ganz tiefe Einsichten in so eine Lebensweise. Ja. Ja, doch, nee, da bin ich ja völlig bei dir. Und auch was du sagst, was einfach den Aufenthalt im Ausland betrifft, was einfach dann die persönliche Entwicklung betrifft. Das ist einfach sehr bereichernd, ne? Verschiedene Menschen und Kulturen kennenzulernen und vielleicht auch Unterschiede kennenzulernen oder sich selbst besser kennenzulernen in Ländern, von denen man dann doch merkt, dass es doch gar nicht so ähnlich ist wie die eigene Kultur, als man vorher dachte. Ne? Ja, also, ja. Genau. Selbst in den Niederlanden habe ich große Unterschiede kennengelernt. Wunderbar, sehr bereichernd waren. Also, ja, also ich finde es auch immer wieder einfach schön, da auch Unterschiede zu sehen. Also nicht nur auch im Flora- und Fauna-Bereich, das sind ja ganz andere Tiere auch. Also ich war in Australien und auch in Japan, das waren ganz andere Sachen, als es bei uns gibt. Aber eben auch die Kultur und die Lebensweise der Menschen kennenzulernen, sich da auch voll drauf einzulassen. Und ich habe auch ganz oft gemerkt, dass ich da auch ganz offen, mit offenen Armen entgegengenommen wurde, gerade wenn es um ein Projekt ging, wo eine einheimische Tierart untersucht wurde, wo ich sagen würde, ich will irgendwie rausfinden, wie man die vielleicht besser schützen kann oder sowas in die Richtung. Und das ist dann nochmal ein ganz anderer, als wenn man einfach, also eine andere Art, als wenn man einfach Urlaub machen würde in so einem Land. Ne? Das ist eine ganz andere Art und Weise. Genau. Ja, super. Dann würde ich sagen, gehen wir doch nochmal auf die Wiesente zurück. Und zwar zeigen wir jetzt einfach ein paar Fotos, aber keine Sorge, auch die den Podcast hören. Kaya ist so nett und erzählt einfach ein bisschen was dazu, gerade einfach um mal eine Idee zu bekommen. Wie kann man sich so ein Wiesentleben vorstellen? Was machen die so? Wie leben die zusammen? Und ich würde einfach mit dem ersten Bild starten. Und zwar
sehen wir hier drauf ganz einfach so die Gegend. Also es sind mehrere Wiesen zu sehen, die auf so einem Waldhang stehen. Und im Hintergrund ist ein wunderschöner Wald zu sehen. Und ich denke, das ist gleich bei dir wahrscheinlich da, wo du arbeitest. Genau. Ja. Das ist ein sehr beispielhafter Ausschnitt eigentlich aus dem Rothaargebirge. Also ja. Wir haben jetzt gerade immer nur von Berleburg gesprochen. Das wird den wenigsten etwas sagen. Das liegt im Rothaargebirge. Und das Rothaargebirge ist in Südwestfalen, in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Also Deutschlands dicht besiedeltes Bundesland. Und wenn man sich aber dieses Bild anguckt, dann sieht man, dass da nicht nur Menschen leben, dass es nicht so voll ist, wie man sich Nordrhein-Westfalen vielleicht im Ruhrgebiet vorstellt, sondern es gibt tatsächlich auch noch unzerschnittene Lebensräume. Und was man hier sieht, ist eigentlich sehr beispielhaft für den Lebensraum im Rothaargebirge. Man sieht hier die Wisente auf einem Hang stehen, auf einer Offenfläche, also Wiese und Büsche, von denen sie fressen können. Und man sieht aber auch einen Buchenbestand und weiter im Hintergrundbild sieht man einen Fichtenbestand. Und das ist eigentlich auch schon, sagt eigentlich alles aus, dieses Bild. Also das Rothaargebirge beziehungsweise primär im Kreis Siegen-Wittgenstein wird sehr, sehr viel Forstwirtschaft betrieben. Und da wird hauptsächlich Buche und Fichte angebaut. Und natürlich gibt es Offenflächen, Auenlandschaften dazwischen, natürliche Bachläufe, also Wildtiere, sowohl Reh, Hirsch, Muffel, Wildschwein als auch Wisent finden dort ausreichend Nahrung in dem Gebiet. Allerdings ist es kein natürlicher Wald, den man dort findet. Zu einem größten Teil ist er einfach bewirtschaftet. Das sieht man hier. Also unzerschnittener Lebensraum, aber vom Menschen kultiviert, also geformt. Genau, und waren es jetzt, ich sag mal, freilebende Wisente, die man da sieht, oder ist es in diesem Bereich, wo ihr die Tiere auch in dem Wildgehege habt? Also die Wisente, die man hier sieht, das sind freilebende Wisente. Es sind in 2013 sind 8 Wisente ausgewildert worden. Mhm. Inzwischen ist die Herde gewachsen auf ungefähr 25 Tiere. Und das sind die man hier sieht. Also das ist wirklich die freie Herde oder ein Teil der freien Herde, den man sieht. Und du hast gerade schon angesprochen, es gibt auch noch ein Gehege, das ist ein Schaugehege. Das gehört zum Artenschutzprojekt dazu. Wir konzentrieren uns natürlich darauf, auf die freilebenden Wisente. Mhm. Wir wollen zum Artenschutz beitragen. Der Wisent ist auf der roten Liste eine stark gefährdete Tierart. Und die gilt es weiterhin zu schützen und weiterhin zu stärken als Population. Das machen wir, dazu wollen wir beitragen. Gleichzeitig möchten wir aber zeigen, ob es möglich ist, eine Tierart, die früher bei uns in Deutschland vorgekommen ist, wieder zurückzubringen, obwohl wir Menschen genau dieses Gebiet jetzt anders geformt haben. So. Und ja. Genau, das ist Hintergrund unseres Projektes. Und obwohl der Wisent das größte Landsäugetier Europas ist, ist er trotzdem sehr, sehr schwer zu sehen und zu finden. Und die nutzen mehrere tausend Hektar Fläche. Also ihnen steht unbegrenzter Lebensraum oder Freiraum zur Verfügung. Ja. Sie nutzen aber schon trotzdem mehrere tausend Hektar. Und deshalb haben wir ein Gehege kreiert, dass die Tiere dort fungieren eigentlich als Botschafter für die freie Herde, um einfach die Menschen, also einmal die lokalen Bewohner, aber auch die Touristen natürlich, dem Wisent näher zu bringen und Informationen vermitteln zu können und damit auch letztendlich langfristig die Akzeptanz zu schaffen für diese rückkehrende Tierart. Ja, also ich kann mir vorstellen, da gibt es bestimmt auch viele Skeptiker und auch viel Kritik hinter dem Ganzen, aber da kommen wir, glaube ich, später noch ein bisschen genauer drauf. Gehen wir noch mal ein bisschen in den Bildern weiter, hast du noch mehr mitgebracht und jetzt kommen wir auch ein bisschen näher an die Tiere ran und hier haben wir jetzt ein Bild, wo man ein Elternpaar sieht mit ihrem Jungtier in der Mitte und ich weiß nicht, kommt man da so nah ran auch an die freilaufenden Wisente oder ist das jetzt wirklich bei euch im Gehege? Das sind auch freilebende Tiere, da ist aber eine sehr, sehr gute Kamera im Spiel gewesen. Ja, das dachte ich mir.
Visente akzeptieren das in der Regel nicht, dass man nah an sie herantritt, so ja. Nicht, wenn ein Kalb dabei ist. Also genau. wie jede Mutter, sowohl beim Mensch als auch bei anderen Tieren, also einer Pferdestute würde man auch nicht mit dem Fohlen zu nahe kommen. Und genauso wenig sollte man das bei Wild oder noch weniger sollte man das bei Wildtieren machen, eben auch Visent. Wir sehen jetzt hier, ganz vorne steht eine Wiesentkuh und in der Mitte steht ein Kälbchen und dahinter steht ein Bulle. Das ist eigentlich ein Bildausschnitt. Wiesente sind Herdentiere, also das ist so, dass die Wiesente in Herdenstrukturen leben, die von einer Leitkuh geführt wird und letztendlich die soziale Gruppe aus Kühen und deren Nachkommen besteht. Und der Bulle ist lediglich während der Brunft, also wie beim Rothirsch, gibt es auch beim Wiesent eine Brunftzeit und in dieser Zeit verbringt er dann die Zeit bei der Herde, also bei der Gruppe aus Kühen und Nachkommen. Und verlässt dann in der Regel die Herde, wenn die Kälbchen dann ein paar Wochen alt sind. Und das heißt also, auf dem Bild, was man jetzt sieht, wird der Bulle wahrscheinlich kurz darauf auch die Herde wieder verlassen haben. Die Bullen sind dann, also Bullenkälber, männliche Bullenkälber werden ja auch irgendwann geschlechtsreif. Mhm. Und im Alter zwischen 3 und 4 Jahren verlassen die dann in der Regel ihre Mutterherde. Ja. Und sind dann solitär, also alleine unterwegs, oder sie bilden sogenannte Junggesellengruppen. Ja, ich wollte gerade sagen, diese Bachelorgruppen. Ja. Und das ist dann so das Sozialverhalten von den Wiesenten. Und was man hier auf dem Bild schön sehen kann, ist auch nochmal wirklich die Morphologie, also der optische Unterschied zwischen Kuh und Bulle. Ja. Also die sind, Bullen können bis zu 1 Tonne schwer werden und das erkennt man auf dem Bild auch ganz gut. Der hat wirklich einen sehr ausgeprägten Widerrist und einen viel, viel stärkeren Bartbehang und Schulterbehang als die Wiesentkuh im Vordergrund. Und genau, das sind so diese Unterschiede, woran man Wiesentbulle und Wiesentkuh unterscheiden kann. Und wenn man in freier Wildbahn einem einzelnen Wiesent begegnet, kann man stark davon ausgehen, dass es sich um Bullen handelt, weil er eben das normal ist, dass sie alleine unterwegs durch die Wälder ziehen. Ja, wie ist das? Also muss man sich dann in Sicherheit bringen bei einem Bullen? Also ist es wie wenn man, ich sag mal, so einen Bullen auf der Weide sieht und man sagt, okay. Also Respekt sollte man natürlich jedem Wildtier gegenüber auf jeden Fall, ja. zeigen. Ne? Wir empfehlen mindestens einen Abstand zu halten von 50 Metern. Was man auch gut machen kann, ich weiß jetzt nicht, ob man das sieht auf dem Video, wenn man seinen Arm ausstreckt und den Daumen hochhält und dann das Tier bedecken kann. Ob es nun ein Wildtier ist oder ein Wiesent, sollte man, hat man halt damit wirklich entsprechend ausreichend Abstand zu dem Tier. Angst muss man nicht haben, wenn man diesen Respekt einhält, diese Distanz einhält. Ja. Man sollte aber auch, also ne, wie bei einer Rotte Wildschweine mit Frischlingen, sollte man sich einfach nicht zu sehr den Tier nähern. Aber auf Abstand braucht man keine Angst haben, sondern darf man sich sogar freuen, dass man den so seltenen Tieren begegnet. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch, glaube ich, ein sehr seltenes Event, was man dann Glück hat, dass man wirklich auch mal ein Tier sieht, was dann da im Wald steht. Wie gesagt, ich aus Brandenburg, ich werde das Glück leider nicht haben, sonst gibt es jede Menge Wildschweine. Aber ich habe auf jeden Fall vor, mal bei euch vorbeizukommen und mir das mal anzugucken. Auch noch nie gesehen habe in echt. Also bin ich da gespannt drauf. Herzlich. Genau, dann haben wir noch ein Bild und zwar jetzt, hier sieht man, ich glaube, es ist auch ein Wiesentbulle, würde ich jetzt mal sagen, aus dem, was ich gerade gelernt habe, der uns direkt anguckt und mit seiner Zunge über die Nase schleckt. Genau. Und genau, ich glaube, da ist auch hier die Kamera wahrscheinlich wieder ziemlich gut oder derjenige zu nah dran. Genau, nee, das ist richtig. Auch da ist wieder sehr gut rangezoomt worden mit einer guten Kamera. Das ist der Bulle, der damals als erster freien Boden auf Deutschland wieder betreten hat. Mhm. Und genau, der steht da
in einem halboffenen Gebiet. Das sieht eigentlich auch, sieht man ganz schön, was der Wiesent eigentlich auch für einen Lebensraum braucht, ne? Also der braucht einen mosaikreichen Lebensraum. Der steht hier in einem Wald, aber hat auch Offenfläche dabei und Buschwuchs dabei. Und das ist genau das, was der Wiesent sich auch als Lebensraum durch sein Fressverhalten formt. Also halboffene Landschaften und mosaikreiche Landschaften. Und der Wiesent ist halt eben kein reines Waldtier, was ihm lange Zeit unterstellt wurde, sondern wirklich ein Tier der halboffenen Landschaften. Das heißt, er braucht sowohl dichte Wälder als auch Offenlandschaften oder halboffene Landschaften. Und das sieht man hier eigentlich ganz gut auf dem Bild. Und genau, der streckt gerade seine Zunge aus und macht ein bisschen einen sympathischen Eindruck. Man sieht hier, also das ist auch, ne, schön, also er guckt einen freundlich an, er zeigt auch streckt die Nase nach vorne, das heißt, er zeigt auch nicht seine Hörner, also Körpersprache ist wie bei allen Wildtieren auch ganz, ganz wichtig. Wenn ein Wiesent seine Hörner zeigen würde, also gegenteilig von dem, was man hier auf dem Bild sieht, sondern wirklich die Nase quasi nach unten streckt und die Hörner zeigen würde, das würde dann tatsächlich bedeuten, ey, du bist mir zu nah, komm mir nicht näher, geh weg. Obwohl hier hat einen offensichtlich wahrgenommen, aber nimmt das auch so hin und guckt eher neugierig und freundlich, weil er eben die Nase nach vorne streckt. Ja. Was man zum Wiesent sicherlich wissen muss, was ihn unterscheidet zu anderen Wildtieren, die wir hier in unserer Heimat so gewohnt sind, wie Rehe oder Hirsche, ist sicherlich der Unterschied, dass der Wiesent nicht so schnell wegläuft, wie ein Hirsch oder ein Reh das tut. Ja. Und, das darf man nicht missinterpretieren. Also wenn man durch den Wald läuft, sieht man Wiesente und Rehe in der Regel meistens von hinten. Die laufen sofort weg, es sind Flugtiere. Ja. Wiesente sind auch Beutetiere, haben aber eine andere Abwehrstrategie oder Fluchtstrategie. Die, ich habe eben gesagt, so ein Bulle kann bis zu einer Tonne wiegen. Und das ist schon eine große Masse, wenn man schnell weglaufen möchte. Das heißt, sie versuchen, das möglichst zu vermeiden. wenn Gefahr droht, dann bleiben die erstmal stehen und wägen ab und gucken, ist das denn überhaupt nötig für mich wegzulaufen? Weil wenn nicht, dann bleibe ich einfach stehen und warte, bis das etwas vorbeigeht. Und wenn dann sich doch eine Gefahrensituation herausstellen sollte, dann bilden Wiesente sogenannte Wagenburgen. Das heißt, die zentrieren sich in der Herde, die stellen sich dichter zusammen. Und dann kommen die Jungen und Kleinen und Schwachen kommen in die Mitte und die Stärkeren stehen außen. Also wie so eine Wand kann man sich das vorstellen aus Hörnern. Und alles, was nahe kommt, wird dann mit den Hörnern abgewehrt. Das heißt, wenn ein Wiesent nicht wegläuft, bedeutet das nicht, dass er nicht scheu ist. Es bedeutet einfach, dass er sich wie ein Wiesent verhält und erstmal guckt, ob es nötig ist, wegzulaufen. Ja. Bedeutet aber nicht, dass man deshalb näher auf ihn zugehen sollte. Ja, das finde ich auch immer spannend. Ich habe mich auch viel mit sogenannten Time Budgets beschäftigt, also nur diese Abwägung von Kosten-Nutzen-Strategien bei Tieren, und finde es immer wieder erstaunlich, wie gut kalkulieren die auch können, ne? Zu sagen, ab wann ist es sinnvoll, eine bestimmte Verhaltensweise anzustoßen oder durchzuführen, ab wann kostet es mich nur Energie, also wirklich diese Fähigkeit, das Ganze je nach Situation zu kalkulieren, ab wann Kosten-Nutzen quasi sich in einem bestimmten Verhältnis befinden. Das habe ich bei den Kaninchen auch immer wieder gesehen und war jedes Mal erstaunt, was da für eine Anpassungsfähigkeit auch bei den Tieren vorhanden ist. Also wie gut die das hinkriegen. Ne? Ja. Genau, dann haben wir noch ein letztes Bild, und zwar, das bist du, glaube ich, würde ich sagen, die neben dem also einem Wagen steht, wo gerade ein Wiesent hinausläuft. Genau, das ist eine Wiesent-Kuh, die ist innerhalb Deutschlands transportiert worden aus einem Gehege in unser Gehege. Also man sieht hier auf dem Bild, so ungefähr sieht, oder zumindest ein Ausschnitt des Geheges aus. Das Gehege ist 20 Meter groß, auf denen die Wiesente im Schaugehege leben dürfen. Und sie ist als eine der Botschafterinnen zu uns gekommen und konnte auch ein Kalb bei uns gebären und hat damit dann auch wieder zum Artenschutz oder Erhalt der Art
beitragen können. Genau. Also es ist, die Kuh ist eigentlich beispielhaft dafür, oder dieses Bild ist beispielhaft dafür, dass Gehege oder Zoohaltung halt auch für gewisse Arten weiterhin relevant ist, um die Art auch in freier Wildbahn zu erhalten. Zum einen einfach zum Informationsfluss und Informationsvermittlung, zum anderen aber auch zur eigentlichen Zucht. Also ihre Nachkommen werden im besten Fall in Zukunft in freie Wildbahn, in andere Gebiete in Europa ausgewildert werden können. Also im Artenschutz ist einfach die Zusammenarbeit zwischen Zoos und Zoo- und Gehegehaltung mit dem Freiland sehr, sehr wichtig. Ja, genau. Ja, dann würde ich vielleicht gerade auf meine nächste Frage übergehen, weil es passt nämlich gerade ganz gut. Wie gesagt, das scheint ja ein Teil deiner Arbeit zu sein, also eben dafür auch zu sorgen, dass ja zum Beispiel, ich sag mal, Botschaftertiere in neues Gehege kommen. Und wie kann man sich so deinen täglichen Arbeitsalltag vorstellen? Also ich kann mir vorstellen, du wirst nicht nur bei den Wiesenden sein, sondern es wird wahrscheinlich auch viel Bürokratie sein, beziehungsweise wirst auch viel mit den Menschen vor Ort zu tun haben. Ja, das ist richtig. Also leider bin ich tatsächlich gar nicht so viel mit den Wiesenten draußen in freier Wildbahn, wie man sich das vielleicht romantisch vorstellt. Mhm. Genau, den Rest der Zeit oder den größten Teil der Zeit sogar sitze ich am Schreibtisch und bereite verschiedene Sachen vor, koordiniere zum Beispiel das Herdenmanagement. Das heißt also, wie wir gerade im letzten Bild gesehen haben, vielleicht Umsiedlungen oder also Transporte zu anderen Gehegen, aber im allerbesten Fall, und das ist das höchste Ziel von uns, die Auswilderung in andere Gebiete nach Europas, um den Wiesent einfach in freier Wildbahn zu stärken. Mhm. Also das ist ein sehr, sehr großer Teil. Dann wird natürlich veterinärmedizinisch sehr, sehr viel organisiert, was einfach die Gesundheit der Tiere betrifft. Ich begleite Studenten auf wissenschaftlicher Ebene. Also wir machen natürlich, ne, so mehr wir über eine Tierart wissen, so besser können wir sie schützen. Und deshalb haben wir verschiedene Themenbereiche, wo wir mit Universitäten und Studenten zusammenarbeiten, und diese begleite ich. Und dazu kommt dann natürlich auch noch die Öffentlichkeitsarbeit. Also das ist in Form von Führungen, die wir machen. Das ist in Form von Vorträgen, die ich auf Konferenzen halte, national und international. Das ist aber auch in Form von Menschen vor Ort, die nicht so glücklich damit sind, dass Wiesente im Rothaargebirge leben, dass man auch mit diesen Menschen spricht und sie möglichst auffängt oder Informationen ihnen gibt, wie sie sich mit verschiedenen Problematiken auseinandersetzen können. Also ich habe zum Beispiel eben zu Beginn erzählt, dass das Rothaargebirge doch stark durch den Menschen geprägt ist und sehr viel Forstwirtschaft stattfindet. Und Wiesente sind Pflanzenfresser, also Herbivoren, und sind von allen Herbivoren, die wir in Europa haben, auch diejenigen, die das faserreicheste Futter benötigen. Und wie beim Rothirsch gehört beim Wiesent auch Rinde zum Nahrungsspektrum. Und nicht jeden Waldbesitzer freut es, wenn ein Tier, ob Rothirsch oder Wiesent, in den Wald kommt und die Rinde von den Bäumen frisst, die er gerne für die Holzproduktion verkaufen möchte. Mit solchen Menschen gilt es natürlich zu interagieren und da Lösungen zu finden, auf wissenschaftlicher Ebene, aber auch auf persönlicher Ebene. Und genau das sind solche Themen, wo es dann auch darum geht, oder primär darum geht, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, wie du sagst. Also einer meiner ehemaligen Dozenten hat immer gesagt, Wildtiermanagement ist Menschenmanagement. Und ich habe das lange, lange nicht verstanden, bis ich dann im Berufsleben angekommen war. Das ist wirklich so. Also ich arbeite viel, viel mehr mit den Menschen, was letztendlich aber dann das Ziel hat, die Akzeptanz zu formen für die rückkehrende Art, die dann dem Artenschutz zugutekommt. Und gleichzeitig sind es dann aber auch
weniger problematische Sachen, dass wir dann zum Beispiel mit Führungen Kinder und Erwachsene informieren über die Tierart. Ne? Und das sind ja auch Menschen, mit denen man dann einfach spricht und ihnen Informationen vermittelt und Wissen vermittelt. Ja, ich wollte nämlich gerade fragen, also ich glaube, du vielleicht in deinem Studium wurdest sogar noch ein bisschen besser darauf vorbereitet als vielleicht viele andere, ich sag mal, Biologen, die im Artenschutzmanagement tätig sind. Also vielleicht gerade, wenn man noch so einen alten Studiengang hatte wie ich, Diplombiologie, da ja, war dieses Thema Mensch-Tier-Konflikt eigentlich überhaupt nicht so wirklich auf der Agenda. Aber ich hatte dann auch in meiner meine Doktorarbeit mit den Wildkaninchen in Frankfurt ganz, ganz viel damit zu tun und stand dann auch erstmal da nicht so, oh, wie macht man das dann am besten? Also man muss ja irgendwie auch diese Seite wirklich versuchen zu verstehen. Ne? Also das Wildkaninchen war halt auch so ein typisches, ich sag mal, Konflikttier. Auf der einen Seite total niedlich und alle, oder ist so ein Sympathieträger, sagt man, na ja, das hat man gern in der Stadt, ne? Irgendwie so ein kleines, süßes Wildtier. Aber auf der anderen Seite sind die halt eben auch gerade beim Grünflächenabend nicht so gern gesehen gewesen. Die haben halt gerade über Winter die ganzen Gewächse und die Gehölze auch abgeschält und gefressen oder eben auch durch ihre Grabetätigkeit da große Löcher gebuddelt. Und ja, dann war eben auch die Frage, die einen wollten sie komplett weg, die anderen da so, nee, lass die mal da. Und wie geht man so das Ganze an? Und ich kann das auch völlig bestätigen, was du gesagt hast, das lernt man so im Tun. Also man muss dem Ganzen ausgesetzt sein und dann wurschtelt man sich da so durch und guckt einfach, wie kann man mit den Leuten kommunizieren, wie kann man auch versuchen, deren Seite zu verstehen. Ich glaube, also für mich als Biologe war völlig klar, ja, die müssen auf jeden Fall da bleiben. Aber dann zu sagen, ja, okay, schau mal von der anderen Seite, was bedeutet das zum Beispiel fürs Grünflächenamt? Wie viel, ich sag mal, Schäden machen die wirklich? Und da einfach mal auch eine andere Seite zu sehen, ist, glaube ich, ja, schon auch ganz wichtig, gerade wenn man Artenmanagement betreiben will, weil man ja irgendwie immer an solche Barrieren stößt und dann zu sagen, okay, wie kann man das auflösen, damit irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob wirklich immer alle zufrieden sein können, aber zumindest so, dass sagen, okay, wir fühlten uns hier verstanden, man hat auch unsere Seite angehört und jetzt gucken wir mal, was wir daraus machen können. Und ja, ich glaube, bei Wiesen ist es ja wahrscheinlich auch einfach noch viel, ja, das ist noch viel ausgeprägter als bei Wildkaninchen. Also ich weiß nicht, was da so wirklich für Schäden entstehen dadurch, aber ja, das ist wahrscheinlich dann schon auch nochmal eine Nummer stärker. Ja, also das Interessante finde ich dabei, ne, was du jetzt von den Kaninchen erzählst und was man beim Wiesent ja auch sehen kann, also das Wort Schäden ist ja letztendlich ja. In der Menschensicht. Also die Wiesente und die Kaninchen machen halt das, was Wiesente und Kaninchen machen. Die bauen, genau, graben Löcher und die Wiesente fressen Rinde oder Gras oder ne, verschiedene Pflanzen. Und das würden sie ja in einem Naturwald oder Nationalpark oder geschützter Umgebung würden sie das ja auch tun. Und dieser Umstand wäre dann da einfach ein Einfluss auf die Umgebung, während das halt einfach in einem in der Zivilisation oder näher an der Zivilisation einfach dann auch dieser Einfluss auf die Umgebung auch schnell zu einem eher finanziellen Schaden aus menschlicher Sicht führen kann, was nicht ändert, dass die Kaninchen deshalb sich weniger fortpflanzen oder weniger den Tieren aus biologischer Sicht gleich gut. Genau. Nur das Verhalten wird von dem Menschen anders wahrgenommen. Und das, finde ich, ist halt das genau das Interessante. Und das ist beim Wiesent wie beim Kaninchen, so wie ich das bei dir bisher mitbekommen habe, tatsächlich sehr ähnlich. Also sicherlich sprechen wir, da kenne ich aber die Daten vom Kaninchen oder die finanziellen Daten vom weniger, aber die Akzeptanz kann sicherlich beim Kaninchen eine andere sein als beim Wiesent, ja. Ja, und ich meine, es ist ja auch eine Art, also es ist eine stadtökologische Studie, das heißt, die ist ja wirklich in der Stadt drin, also die Menschen sehen die mehr oder weniger täglich auch, das ist ja was anderes als bei den Wiesenden, wo man sagt, okay, man entscheidet sich dazu jetzt, dass man zu diesem Gehege hingeht, sich die wirklich anschaut und sie da mehr darüber wissen möchte auch. Ne? Ich glaube, das ist ja dann auch nochmal, da muss man vorher schon so eine Motivation haben zu sagen, okay, ich interessiere mich dafür, ich will wissen, was jetzt hier für eine neue Art in unserem Wald sich so befindet und was die Ökologie von diesem Tier ist. Und dann zu sagen, okay, dann gehen wir zu diesem Gehege und gucken uns das näher an. Ja, aber toll, dass es sowas auf jeden Fall gibt und kann mir auch wirklich kaum vorstellen, was das für ein
logistischer Akt gewesen sein muss, wirklich diese Herde da zu etablieren und das alles so zu machen, dass ja, das wirklich auch Erfolge trägt. Ne? Ich meine, dass da jetzt auch die Nachkommen schon da sind und dass die Tiere wirklich in der freien Wildbahn sich da jetzt vermehren. Ja, also es war sicherlich ein sehr, sehr großer Akt. Man hat 10 Jahre, bevor die Tiere letztendlich freigesetzt wurden, hat man mit den Vorbereitungsarbeiten angefangen und mit Machbarkeitsstudien durchgeführt und ja, so, dass halt auch alles rechtlich seinen richtigen Gang hat, aber auch für die Tiere aus biologischer Sicht und die Umwelt aus biologischer Sicht tatsächlich das auch so durchgeführt werden kann. Und das war ein sehr, sehr, sehr großer Akt. Ja. Wie lange bist du jetzt bei dem Projekt dabei? Ich bin jetzt 3,5 Jahre bei dem Projekt. Also okay. Ich bin im Verhältnis, wenn man sich das Projekt selbst anguckt, noch relativ jung dabei. Ja, ja. Und ja, was ist so für dich, ich sag mal ein bisschen in die Zukunft geschaut auch, also wo möchtest du gerne, dass das Projekt auch noch hingeht, oder was ist auch das, was dich, sag mal, so am meisten auch begeistert an der Tätigkeit, wo du merkst so, ja, da möchte ich mich noch mehr engagieren, da möchte ich irgendwie, dass ich da auch noch ein bisschen was bewegen kann in dem Bereich? Also ich habe das Gefühl, dass wir auf einem guten Weg sind. Ich bin da sehr, sehr optimistisch. Also es ist eine Umfrage gemacht worden, was die lokale Bevölkerung betrifft. Und es sind halt bewusst nur die Leute befragt worden, die in der Umgebung leben, in denen die Wisente sich auch aufhalten. Und wir haben jetzt gerade über Schäden gesprochen und über den negativen Aspekt, den manche Menschen haben mögen gegenüber dem Wisent. Letztendlich kam bei dieser Umfrage aber raus, dass die lokale Bevölkerung zu 83% dafür ist, dass der Wisent ist und sich wünscht, dass der Wisent bleibt und auch Vorteile für sich sieht, dass der Wisent anwesend ist. Und ich denke, dass wir da, also das ist eine erfreulich hohe Zahl. Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, dass wir da in die richtige Richtung gehen. Und vor allem jetzt, da der Wisent schon seit 7 Jahren in Freiland lebt in Deutschland oder zumindest im Rothaargebirge, gibt es ja auch entsprechend schon Kinder, die so groß werden, dass es für sie normal ist, dass der Wisent lebt. Ja. Für dich und mich ist normal, ist, dass Rehe und Hirsche und Wildschweine bei uns als heimische Tierart leben. So normal ist es jetzt für manche Kinder bereits im Rothaargebirge, dass der Wisent auch dazu gehört wieder. Ja. Und wenn wir dem einfach noch mehr Zeit geben, dann wird das einfach sich an Normalität und Akzeptanz stärken. Und das ist, was ich mir wünsche für die Zukunft. Ja. Na, ich drücke die Daumen, aber es klingt auf jeden Fall alles sehr gut und es freut mich, dass dieses Projekt so positiv auch sich entwickelt und genau, wir werden sehen, was sich da alles noch ergibt für dich dann auch in den nächsten Jahren. Vielleicht jetzt als letzte Frage noch und ich weiß, also es gibt auch Zuhörer, die jetzt vielleicht auch gerade noch Biologie studieren oder jetzt ja, vielleicht einen Bachelor und überlegen eine Masterarbeit und jetzt auch Lust bekommen haben zu sagen, Mensch, Artenmanagement oder in dem Bereich, wo du jetzt auch arbeitest, das wäre was für mich. Hättest du da jetzt einen konkreten einen Tipp zu sagen, das würde sich lohnen, in die Richtung zu gehen, zum Beispiel auch diesen Studiengang, den du gemacht hast oder ein bestimmtes Projekt oder also wahrscheinlich auch gerade einfach mal ein Praktikum zu probieren in dem Bereich. Also hast du da noch so ein bisschen was du einem mitgeben kannst? Ja, also du hast es tatsächlich gesagt, Praktika. Ich denke, dass der Lebenslauf dann interessant ist für den Arbeitgeber, wenn man wirklich auch praktische Erfahrung hat. Und wenn man für das Studium nicht unbedingt ein Praktikum vorausgesetzt ist, dass man dann auch selbstständig sich darum kümmert, gewisse Praktika zu machen in den Bereichen, die einen interessieren. Und man kann ja auch einfach mal rumprobieren. Wenn man, es gibt ja so viele verschiedene Bereiche und da muss man sich ja natürlich auch erstmal finden. Das kann ja keiner erwarten, dass man das von vornherein weiß. Du hast gesagt Biologen und das würde ich gerne noch ein bisschen weiter ausweiten, diesen Kreis, denn ich selbst bin ja auch keine Biologin, sondern Wildtiermanagerin und Ethologin. Das heißt, ich habe zum Beispiel das Biologie-Studium, was in Deutschland halt so dieses Standardstudium ist, würde ich mal sagen, wenn man sich in dem Bereich weiterbilden möchte, ist, das habe ich ja zum Beispiel auch gar nicht gemacht, sondern habe von vornherein es etwas spezialisierter gemacht, aber im Ausland. Und ich merke aber mehr und mehr, dass das Thema Artenschutz ja einfach so ein interdisziplinäres Themenfeld ist, dass es nicht nur
an Biologen und Artenschützern bedarf, sondern wirklich auch an so vielen anderen Bereichen wie Marketing-Experten. Also kein Artenschutzprojekt kann sich nach außen etablieren, wenn es kein anständiges Marketing hat. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben in ganz vielen Bereichen, zu sagen, hey, da ein Artenschutzprojekt kann nicht alles alleine stemmen. Also ein Koordinator kann das nicht alleine stemmen. Da braucht man jetzt eine Marketingabteilung. Ich habe das auch in so vielen Projekten gesehen, dass das so ein wichtiger Aspekt ist für sich, aber dem einfach oft zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet wird. Aber das ganz, ganz wichtig ist auch für den Erfolg von so einem Artenschutzprojekt. Ja, ganz genau. Und so, also genau das ist der Punkt. Und da kann man wirklich kreativ werden. Also jeder, der etwas für sich kann, weiß ich nicht, gut mit Technik sein und oder gut im Internet sein oder Filmemacher oder Juristen meinetwegen. Also man kann wirklich ganz, ganz kreativ sein. Und wenn man den Wunsch hat, sich einzusetzen für den Artenschutz, dann gibt es da an fast jeder Ecke Bedarf dafür. Und da würde ich gerne all die Menschen motivieren, die da Lust drauf haben, auch die Nicht-Biologen. Ja, auf jeden Fall. Das war jetzt nur mal so als, ich habe das letztes Mal, hat mich jemand gefragt, so Mensch, in die Richtung, die du gegangen bist, wie bist du dazu gekommen? Das war eben auch eine Biologiestudentin. Und ich glaube, heute gibt es da auch bessere Möglichkeiten oder vielleicht andere Möglichkeiten einfach auch, dass man sich mit einem Bachelor und einem Master relativ schnell schon auch spezialisieren kann, ohne dass man das komplette Grundstudium dann durchläuft, um zu sagen, okay, ich weiß schon, in welche Richtung ich möchte. Dann muss ich jetzt nicht unbedingt molekularbiologische Techniken lernen, sondern ich weiß, für mich ist Artenschutz in dem Bereich, dann lerne ich lieber ein bisschen mehr über Recht oder sowas in der Richtung. Und aber auch da stimme ich dir zu, einfach ausprobieren. Und ich glaube, das wird einem manchmal so ein bisschen ausgetrieben nach dem Motto, ja, es muss alles schnell gehen, man muss schnell wissen, wo man hin will. Und ich bin auch so der Meinung, ja, das entwickelt sich einfach auf dem Weg und Dinge zu probieren, das ist völlig normal zu gucken, ist das meins oder eben nicht. Und hatte das auch ganz viele Stationen in meinem, in meinem Bereich. Und das reichert einen ja letztendlich dann auch in seinem Werdegang. Ne? Also bevor ich studiert habe, habe ich eine Ausbildung gemacht zur tiermedizinischen Fachangestellten. Und das hilft mir bis heute weiter, dass ich tiermedizinisches Verständnis habe, wenn ich mit Amtsveterinären oder behandelnden Tierärzten für gewisse Sachen mich bespreche. Ne? Also das hat ja alles... was auch immer man dann gemacht hat oder für Erfahrungen hat, das kann man ja mitnehmen. Und für diejenigen, die dann Biologie studieren, macht wirklich Praktika und zeigt in der Praxis, dass ihr was könnt. Und Netzwerken ist halt auch einfach das A und O. Also pflegen und aufnehmen und Genau. Ja, dann sind wir, glaube ich, eigentlich schon fast angekommen am Ende des Interviews. Wenn du jetzt noch irgendwelche abschließenden Worte hast oder noch irgendwas Wichtiges sagen möchtest, dann machen wir es jetzt. Ihr könnt uns gerne folgen auf den sozialen Medien, auf Facebook und Instagram, Wiesentwelt. Und ihr könnt unseren Newsletter abonnieren, kostenfrei auf unserer Homepage wiesent-welt.de. Und wenn ihr mehr euch für den Wiesent interessiert, kommt gerne vorbei. Wir erzählen euch gerne mehr darüber. Genau, das wäre nämlich einmal eine letzte Frage gewesen, wo man euch findet und wie man euch erreichen kann. Aber das hast du schon alles super gesagt. Genau, ja dann Kaya, vielen lieben Dank für das Interview heute. Es war sehr, sehr interessant für mich und ich hoffe auch für die Hörer und Zuschauer. Und wünsche auf jeden Fall euch und dem Projekt ganz, ganz, ganz tolle Zukunft, dass sich das so weiter positiv entwickeln wird und die Wiesente irgendwann wirklich einfach komplett dazugehören zu unserem Wildtierbestand. Und bin da auf jeden Fall guter Dinge, dass das was wird. Ja, vielen Dank, Madeleine. Ja, genau. Dann vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Sendung und ich freue mich, dass ihr mit dabei wart und sage bis die Tage. Ich bin Madeleine Ziege und das war die Sendung mit der Ziege. Wenn ihr mich im Internet finden wollt, könnt ihr einfach auf meine Website gehen, www.madeleineziege.com. Dort könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben, eine Nachricht hinterlassen, wenn ihr Fragen oder Wünsche habt. Einfach kontakt@madeleineziege.com. Kontakt ganz einfach auf Deutsch mit K. Ihr findet mich im Internet auch beim YouTube mit meinen Videos und zwar unter Dr. Madeleine Ziege.
Und wenn ihr Podcast-Anbieter habt, wo ihr regelmäßig eure Podcasts hört und ihr meinen Podcast dann noch nicht findet, sagt mir gerne Bescheid, dann lade ich auch meine Sendung dorthin hoch. Und last but not least, wenn ihr an meinem Buch interessiert seid, könnt ihr es ganz einfach online bestellen oder in einem Buchladen erwerben. Oder aber ihr schickt mir eine E-Mail und ich schicke euch das Buch gerne zu. Es kostet 22 Euro plus 2 Euro Versandkosten und dann schreibe ich euch auch gerne eine persönliche Widmung mit rein. Tschüss und bis zum nächsten Mal.